Hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir angefangen, Mythos Schloss zu erkunden und wir machen jetzt auch hier weiter und das kann auch sowieso noch ein bisschen dauern. So, ja, Gott, mir ist voll aufgefallen, hat Leute und bisher voll viel KP haben im Gegensatz zu den ganzen anderen. Nur so 1000 mehr. Schon gruselig. Ich habe meine Konstellation ein bisschen geändert und ja, wir erkunden mal den Rest des Schlosses. Weil ja, warum nicht? Wir haben links schon, glaube ich, ein bisschen erkundet. Da ist nichts mehr. Dann gehen wir hier hoch und guck mal, wo wir hier hinkommen. Meinetwegen können auch wieder ein paar Gegner jetzt kommen. Wir haben ja wieder einen anderen Part. Da links haben wir erkundet. Da rechts gucken wir nächstes Mal, wenn wir die andere Seite erkunden wollen. Ich will auch ein bisschen hier vorankommen, ehrlich gesagt. So viele Gegner müssen jetzt nicht unbedingt kommen. Ich kann den nicht so gut ausweichen, weil die kommen so mit so einem Affenzahn auf mich zugerast. Kann ich auch beinahe nicht mehr abschätzen. Veranzünden. Ich zünde einen Flügel an und das hat überhaupt nicht geklappt. Dings, Zellos habe ich genau. Blick Victory Lightspear nochmal einsetzen. Weil für ihn fehlt auch noch ein Angriff. Das muss ich ja wohl lernen, wenn ich Victory Lightspear ein paar Mal einsetze. Jedenfalls. Warte, ich habe schon keine TP mehr. Ja, das ging schnell von den Verbrauch her. Ja, wie ist denn das jetzt angeordnet? Okay. 449 da wieder wohl reichen. Für ein, zwei Angriffe. Weiß echt nicht, was ich machen soll, wenn ich das Spiel zu Ende habe. Mir gefällt das eigentlich. Ja, ich kann schon verstehen, warum einige sofort das Spiel hier immer vorschlagen. Wenn irgendjemand fragt, ich suche nach einem guten Tales of Spiel, welches ist gut? Ja, versucht Tales of Symphonia. Heißt es dann immer. Aber wahrscheinlich sagen dann auch alle nur, weil das irgendwie das erste von ihnen ist und jeder hat irgendwie so eine besondere Bindung zu dem Spiel, deswegen. Und es ist eins meiner. Es ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Tales of Spiele geworden. Wie habe ich noch kein schlechtes Tales of Spiel gespielt, außer vielleicht Tales of Symphonia 2, das ist akzeptabel, finde ich jetzt. Da war ja mein erstes Tales of Spiel und da habe ich mir irgendwie was Besseres vorgestellt, mit meinem Einstieg in der Serie. Warte mal. Komm wahrscheinlich hier von der anderen Seite, ne? Oder auch nicht? Doch. Okay, langsam komme ich hier ein bisschen klar. Dem Layout. Und ja, wie gesagt, Tales of the Abyss habe ich gespielt. Da nenne ich so meinen offiziellen ersten Tales of Spiel. Mein ersten Tales of Titel meine ich natürlich. Boah. Und ja. Danach Graces F, danach Xillia 2, weil ich jetzt am Let's Playen bin und dann Symphonia. Also ja, bis jetzt habe ich noch kein schlechtes gespielt. Ich habe auch irgendwann vor, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das machen will, die anderen Teile, die etwas unbekannteren, wie was weiß ich, Destiny, Eternia und all sowas zu spielen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, weil die meisten sind, glaube ich, gar nicht außerhalb Japan rausgekommen oder Amerika. Ich glaube für die PS1 und so, und ich glaube, die sind auch verdammt selten mittlerweile und überteuert im Internet auch. Aber irgendwie was gesehen, irgendwie da war irgendein Tales of Spiel, hat 100 Euro oder so kostet. Wie geht denn das? Die scheint schon ein bisschen selten zu sein. Da sollte ich auch irgendeine Möglichkeit im Besitz von diesen Spielen kommen, auf legalen Weg, dann werde ich das auf jeden Fall auch Let's Playen. Weil warum nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlecht sind oder
weiß ich nicht, das Gameplay irgendwie mich abschreckt oder so. Ich hatte Symphonia auch erst, ja. Mein Gott, ist der schnell. Mit dem Gameplay abgeschreckt. Und zwar nur, weil man ja nicht freerunning kann, also mit L2 durch die Gegend rennen. Ja, das ist wirklich die einzige Manko hier. Okay, was heißt hier Manko? Das ist einfach nur, wenn man schon die neueren Titel gewöhnt ist, dann ist das hier noch ein bisschen ungewohnt. Ich meine, Tales of Phantasia konnte zum Beispiel auch nicht freerunning machen, ist klar. Wir müssen das auch machen. Von Game Boy Advance und Super Nintendo Spiel. Damals. Das ist klar irgendwie. Da man hat nicht das gleiche Niveau gameplay-mäßig erwarten kann wie ein neues Spiel jetzt. Nein, Regal. Da war ich einfach nur ein bisschen verwöhnt, würde ich jetzt mal sagen. Da gewöhnt man sich auch langsam danach. Ah, oh, okay. Also, früher weiß ich noch, habe ich dauernd Schaden bekommen von allen möglichen. Und jetzt geht das doch locker. Und daran soll das jetzt so blöde Ausrede, wenn ich sagen würde, dass das Kampfsystem ja schlechter ist. Hallo? Da war es noch nicht so ausgreifend, wie es jetzt ist. Kann ich aber nicht das Spiel für verantwortlich machen. Ist einfach nur Verwöhnung. Ich komme einfach nicht dieses Stückchen davon. So, ich bin schon wieder verwirrt. Wo war ich nochmal? Hier, genau. Wenn ich hier hin, dann sind hier noch ein, zwei Orte, wo ich hin kann, glaube ich. Da komme ich nirgendwo hin. Irgendwo muss ich auch das zweite Siegel hier aktivieren können. Da war ich schon, ne? Ja. Irgendwie musst du auch jetzt das rechte Ding nie aktivieren können. Und da war gerade. Ich bin jetzt auf der rechten Seite. Also ich gehe mal nach rechts jetzt. War ich auch schon. Dann muss da irgendwo ein zweiter Eingang sein, hoffentlich. Nö, hä? Na gut, dann habe ich so etwas für diesen Dach abplätten müssen. Ja, super. Versuchen wir mal mit dem Team. Ja, gut. Man kann ja lustig werden. Sieht stark aus. Ich hoffe, er ist es aber nicht. Mal reden, ja. Ich bin der Torhüter, du, der du das Tor öffnen wirst. Tritt vor und zerstöre mich. Okay. So. Warum nicht? Oh Mann, schau, wir gehen auch langsam raus. 19.000, warum sind die Gegner so schwach auf einmal? Ich meine, das ist doch kein Boss hier, hallo? Ist das Spiel irgendwie auf leicht gestellt oder wie? Bin ich schon ein bisschen enttäuschen, was ist denn hier passiert auf einmal? Waffenpanzer. Windheim-Schlüssel. Soll bestimmt wieder unten sein, ne? Der Weg zum Kerngebiet von Deris Kalan öffnen, okay. So, komm mal her. Ich mal raus und rein. Nee, glaube ich nicht. Okay. Okay, der war eine Enttäuschung. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, der war eine richtige Enttäuschung als Kampf. So, auf normal noch. Also normal ist für mich schwer genug. Hui, jetzt sieht ein Land aus. Oh Gott. Nein. Ich
あるがままに受け入れる。そして勝つ。ああ。勝つよ。瑞穂の里のみんなや、コリンや。臆病だった私を信じてくれたみんなのためにも。そして自分のためにも。もう誰も私みたいな間違いは繰り返してほしくないから。自分が犠牲になれば。 歪んだ考え方はダメだから。誰だってみんな当たり前に暮らしていいんだよね。この世界にいてもいいんだよね。人もエルフも僕たちも。その通りだ。だから我々はこの戦いでミトスから大いなる実りを取り戻し、 大樹を蘇らせなければならん。それがなければ異種族の間のしこりを取り除くことは愚か。世界は滅亡します。それは悲しいことです。私たちは世界を統合して新たな世界に新たな約束を結びましょう。俺様が好きなやつも 俺様が嫌いなやつも、俺様の住む世界にいていいってことだ。それが当たり前なんだからな。だから俺も逃げないぜ。よし、行こう。誰もが生きてることが当たり前の世界を取り戻すために。Oh Gott. Das sieht mir noch ein bisschen zu sehr nach sehr, 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 sehr wahrscheinlich nach was, nach letzter Kampf aus. Und nein, da sag ich doch mal ganz eiskalt nein. Okay, ich habe zwei Probleme schon mal. Einmal, ich weiß nicht, wie man das rechte Ding aktiviert. Weil da müssen wir auch irgendwie hin. Zweitens. Was soll das hier mit diesen Dingern hier? Ich kann hier nicht mehr resetten. Das ist ein kleines Problem. Also was nochmal. Weil warum nicht? Seit beim letzten Mal nicht geklappt. Also kann es doch jetzt nicht sehr viel schlechter sein. Irgendwie muss ich doch auf der rechten Seite kommen. Ey. Ich muss mich einmal kurz wegporten hier. Den ganzen Ort. Ich würde gerne mal ganz, ganz zurückgehen können, irgendwie. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass, zum Teufel, dass wir sehr viel weiter vorm letzten Boss gar nicht mehr sein können. Deswegen, ja, weiter gehe ich jetzt erstmal nicht. Außer mir jetzt sagt jemand irgendwie, ja, du kannst weitergehen, da musst du noch weitergehen, bevor du irgendwie was machen kannst, aber das werde ich wahrscheinlich selber herausfinden, wenn ich hier offscreen, also nicht offscreen, also onscreen, versuche Nebenquests zu machen. Ich werde die natürlich dann nicht alle machen, wenn das irgendwie mit Kämpfen und so zu tun hat. Ja, ich möchte nicht vollkommen überpowered in den Kampf reingehen. Weiß ich nicht, 70 oder so, vielleicht, das ist schon ein gutes Limit so. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so weit kommt. Ja, weil Mythos ist wenigstens ein guter Gegner, nicht so wie die letzten paar, nennen wir sie mal Gegner, die wir bekämpft haben. Aber ich hoffe schon, der haut ein bisschen rein. Sonst wäre der ein bisschen blöd. Ja, meinetwegen. So, jetzt habe ich noch ungefähr 10 Minuten, um herauszufinden, wo ich hin muss. Um das Ding zu öffnen, falls das überhaupt geht, aber muss auch nicht gehen. Ich habe wirklich nicht, ich habe das Rätsel mir hier für alle Ewigkeit irgendwie vermasselt, weil das wäre ja richtig doof. Das kann man nicht so, können wir nicht machen. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe bis zum letzten Kampf auch noch alle Sachen schon gelernt.
mit jedem Charakter, da wäre auch gut. Da immer noch so blaue Sachen sind irgendwo. Ist in der Mitte irgendwo was. Ja, rutscht das doch mal an, das ist doch, das schreit doch schon so gerade nach letzter Boss. Damit hat man noch sehr viel weiter vor dem letzten Boss gehen kann. Kommt mal hier weiter hoch? Ich kam von oben, oder? Muss ich ja. Ah. Selbst Ben hat jetzt hier noch nicht direkt vom Boss. Ich gehe ja erstmal hier raus. Auf Screen werde ich dann wahrscheinlich irgendwo auf der Weltkarte sein oder was weiß ich, wo ich mich entscheide hinzugehen. Falls ich das darf und mich nicht irgendwelches Glitz oder so wieder anspringen. Ja, du hast schon das wieder 50 Mal eingesetzt. Demon Spear, Kombination aus Demon Fang und Light Spear. Hm. Sehr gut. Ein bisschen schneller, danke. Jetzt habe ich das gelernt. Was zum Teufel? Okay. Origins will ich mal sehen. Geht weg von dem Pisa. Sehr gut. Ja, der Max, weil den müssen wir ja auch noch irgendwie finden. Den gibt's ja auch noch. Marcellus, du hast jetzt auch alle Sachen gelernt. Glückwunsch. Rain, du brauchst immer noch Dingens hier. Purify oder Nullify. Nullify, genau. Wobei ich das Gefühl habe, ich muss ganz auf Purify setzen. Wie soll ich denn das machen? Die setzt das nicht ein. Weil irgendwie nie jemand von Dingens hier getroffen wird. Jetzt gern noch mal wissen, wie ich das Ding mir aktiviere. Soll gehen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich aber nächsten Part auf der Weltkarte wieder sein. Meine Güte, ist gut. Jetzt mal Dingens ein. Da kann ich ja nicht, ey. Die sind ja gut, wie soll ich denn das dann lernen? Hier wird irgendwie nie jemand von Stadt erkrankt von den betroffen. The Judgment Ray. Na? Oh, Gospel. Meine Güte. Sehr gut. Langsam ist Indignation und Judgment doch nicht mehr so verkehrt, habe ich so das Gefühl. Und bestimmt auch irgendwie was kommen. So, jetzt soll wieder ein bisschen halten. Wäre auch toll, wenn er irgendwie noch seine letzte Fähigkeit erlernt. Falls er überhaupt die letzte Fähigkeit ist, kann er noch irgendwie 10.000 weitere kommen. Aber die letzte blaue, die ich im Moment habe. So. Hier sind auch viele Sackgassen, da macht mich auch irgendwie stutzig. Die sind auch irgendwie verkehrt aus, die sind überall so Engelstatuen und so und dann sind da irgendwie so Dämonenköpfe oder was weiß ich, was das ist. Bisschen verkehrt. Ja, wie es aussieht. Wenn wir im nächsten Part noch ein bisschen gucken, was wir machen können.
bevor wir zum letzten Kampf gehen. Vielleicht oder vielleicht auch nicht jetzt kommt. Wahrscheinlich werde ich erstmal nach Ruin gehen und wieder ein bisschen Geld einzahlen. Mal gucken. Mal gucken, was die Zukunft uns bringt. Na, wir haben 20 Minuten geruht. Ich schon noch viermal, damit wir irgendwas lernen, wenn es geht. Ja, ich könnte auch dieses Erfahrungsding, dann könnte ich irgendjemanden ausrüsten, damit Rain die ganze Zeit auf den drauf zaubern, ne? Damit er zwar nicht geheilt, aber dann macht sie es wahrscheinlich. So, Regel möchte anscheinend nicht lernen. Na, da fehlt immer noch was. Heaven Rising, ey. Da kann er nicht schaden. Sind sowieso gleich hier raus. Ein paar Tee verbrauchen. Sinnlos. Haben wir doch gerade schon, mein Güte. Aber auch. Haben wir schon überall. Warte ich nur, ob ich jetzt auch alle Nebenmissionen und so angehen kann. Ich habe nicht, ob man erst das Spiel durchspielen kann und dann nochmal ja, zurückgepottet wird, irgendwie so eine Durchspieldatei oder so erstellt oder was weiß ich. Ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht dabei, aber ist auch nicht so. Ah, naja. Lass mich doch mal hier gucken. Was die Vergangenheit zeigt, ist der Zorn, der aus den Tiefen der Dunkelheit sich galt. Diese vereisten Herzen kann nur durch den brennenden Hass schmelzen, der den Flammen der Hölle gleicht. Lass die Blitze des himmlischen Gerichts auf sie niederfahren. Was bedeutet das? Warum kann ich hier nicht hin? So ein Dingens hier. Wie sieht denn das Zeichen aus? Nicht so. Ja, warte mal, was habe ich da nochmal eingesetzt? Steine Vergangenheit. Okay, keine Ahnung. Etwa Tag. Na gut, dann speichere ich jetzt erstmal hier. Das nächste Mal werden wir noch nicht den letzten Kampf machen, sondern werden uns noch ein bisschen in Tetholla und Silverhand umschauen. Gucken, was wir da erledigen können. Also, wenn jetzt nicht irgendwelche Skizzen noch dazwischen kommen, upsala, bin ich auf mein Mikro gekommen, dann werde ich in der Weltkarte warten. Auf der Weltkarte auf mich warten. Und dann machen wir, was weiß ich, was kommen wird. Ich bedanke mich jedenfalls herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia.